Das kann ich später aus dem Vorrat nehmen.
Das Osaram-Lager, das Talana und ich gesucht haben, müsste hier irgendwo sein. Rauch. Vielleicht aus einem Lager. Das sollte ich mir mal ansehen. Irgendein Osaram-Lager? Was wollen die hier draußen? Ich freue mich schon auf die nächste Schicht mit deinem räudigen Hintern. Wir fahren weiter. Sei willkommen, Fremder. Ignorierst du mich wieder? Keine leichte Aufgabe. Jetzt ist sie in der Wildnis, ganz allein. Wer weiß, was sie da draußen alles töten könnte. Jemand ist weggerannt? Ihr Namen weiß ich nicht. War sehr still. Weiß nicht, ob sie schüchtern oder verängstigt war. Sie wollte nur nicht, dass man ihren Sachen zu nahe kommt. Das ist sicher. Ich war nur neugierig, mehr nicht. Sie hätte mich nicht schlagen müssen. Dein Glaskinn ist nicht das Problem, Mann. Das Mädchen ist es. Ganz allein im Busch. Und das ist Tenat-Gebiet. Wohin ist sie gegangen? Westlich den Hügel rauf. Finde sie, wenn du kannst. Mach ich. Aber pass auf. Sie ist echt unentspannt. Passiert mal was. Irgendwas. Anscheinend haben wir gesehen. Das Signal muss ganz nah sein. Ich dachte, ich wäre erledigt. Moment. Wie hat die Dornrücken erledigt? Ich habe Neuigkeiten. Ich habe vorhin Maschinenreiter gesehen. Die haben wohl sowas wie ein Rennen veranstaltet. Keine Ahnung. Du! Ich weiß, dass du mich siehst. Ich muss weg. Tut mir leid. Hallo. Ich muss weg. Tut mir leid. Die Tenak bekämpfen einander dieser Tage erbittert. Einige von ihnen können Maschinen zähmen.
Vor denen muss man sich in Acht nehmen. Sie errichten Außenposten in dieser Gegend. Ich habe nur ein wenig westlich einen gesehen. Einige haben sich südwestlich am Rande der Wüste niedergelassen. Sie haben sich sogar im Süden niedergelassen. Da schläft man gleich viel ruhiger. Halte dich einfach von ihnen fern. Die Rebellen sind ziemlich übel. Ich werde Ausschau halten, wenn ich draußen bin. Hast du dich verlaufen? Stahl und Funke. Wenn du nicht die Nadel im Heuhaufen bist. Wie bitte? Heiliger Hammer. Ich kenne dich. Du bist diese Nora. Die Retterin. Meine Retterin. Genau zur rechten Zeit. Ich bin Porguf Stöbermann. Chefstöberer und Leiter von Porgufs Expeditionen. Und Lieferant feinster Stöberwaren. Und wovor rette ich dich genau? Tod und Verzweiflung, meine Stahlflammenfreundin. Diese großartige Expedition hier erlitt einen kleinen Rückschlag. Nicht weit von hier ist ein geheimer Tunnel. Ein Durchgang der Alten. Verloren und wiedergefunden. Ich und die Hälfte des Trupps gingen voran. Die andere Hälfte sollte unmittelbar danach kommen. Tage später kam nur ein einziger Mann. Zitternd wie ein Frosch im Eiswasser. Er sagte uns nur, dass Tod und Dunkelheit sie verfolgten, als der Tunnel einstürzte. Er starb mit schreckensweiten Augen. Ich war auf der Ostseite des Tunnels. Der Weg war von Geröll blockiert. Da lag auch ein Toter. Einer deiner Stöberer, schätze ich. Aber keine Spur vom Rest des Trupps. Könntest du bitte leise reden? Der Rest des Trupps hat schon Angst. Sie weigern sich weiter zu stöbern, bis sie einen Weg hier herausgefunden haben. Du hast den halben Trupp verloren und sorgst dich um die Grabung. Ihr Opfer muss sich doch auch gelohnt haben, oder? Außerdem, jetzt da du da bist, sind unsere Tage als Gestrandete vielleicht gezählt. Hilf mir, den Tunnel wieder zu öffnen und ich beteilige dich am Gewinn. Wie findest du das? Ist ein Kaja mit deiner Expedition gereist? Ein Mann namens Amadis? Wir gabeln unterwegs immer ein paar Reisende auf. Ein Kaja hier, ein Banuk da. Ich merke mir nie die Namen. Die sind nie lang dabei. Einer meiner Späher könnte es wissen. Er lernt immer gern neue Leute kennen. Er ist da drüben und spricht mit dieser Kaja-Jägerin. Weiß gar nicht mehr, seit wann sie bei uns ist. Danke. Ist das Lager eure Operationsbasis? Welche Operationen? Der Plan war, weiter nach Süden zu gehen, wenn der Rest der Expedition eintrifft. Die Grabung ist direkt hinter den Dünen. Doch jetzt rührt sich der Trupp erst wieder, wenn das Tunnelproblem gelöst ist. Sie gaben dem Ort sogar einen Namen. Lager nirgendwo. Die machen sich wohl über mich lustig. Ja, das glaube ich auch. Woher weißt du von diesem Geheimtunnel? Die Kunst des Stöberns natürlich. Ein Stöberer ist nur so gut wie sein Gespür für gute Orte. Okay, na gut. Drei Osaram kennen angeblich einen Weg um die blutrünstigen Tenakt herum. Zu unberührten Grabungsorten im Westen. Dann könnte ich jemanden eingestellt haben, der was vom Finden und Verfolgen versteht. Ein Spion? Hör zu, wenn die Gerüchte stimmen, gibt es genug Grabungsorte für ein Dutzend Trupps. Aber jemand muss den ersten Schritt wagen. Ein Basislager, eine zuverlässige Versorgungsroute, den Ort gegen Maschinen bewachen. Ich schätze, die Osaram würden aus Sand viele Scherben machen. Ganz genau. Was weißt du über das Gebiet? Tja, nördlich von hier leben die bösartigen Tenakt. Angeblich trinken sie Blut statt Wasser. So überleben sie in diesem Ödland. Im Süden, da gibt's alles. Tod, Wüste und die Grabung. Stell dir einfach ein riesiges Grab der Alten vor. Verbogene Metallruinen, verborgen im Sand. Bewacht von Maschinen. So bösartig, dass du dir wünschst, dass sich ein paar Grauhabichte auf dich stürzen. Nicht einmal die Tenakt wagen sich tief in die Ruinen. Nur die mutigsten Entdecker gehen da hinein. Wie, du selbst? Natürlich. Irgendwann. Mal sehen, was ich tun kann für den Tunnel. Haha, meine Retterin. Für die Leute, die hier eingesperrt sind. Nicht deine Grabung. Ist doch das Gleiche. Ist er das, da drüben? Das ist er.
Oh, wenn du schon dort bist, könntest du nach meiner Kassette suchen? Der zweite Trupp sollte den Rest der Vorräte und des Gepäcks mitbringen. Ich würde sie nur ungern verlieren. Meine Mutter hat sie handgeschnitzt. Ich bringe sie mit, wenn ich sie finde. Ich danke dir. Viel Glück, Stahlflamme. Wenn du was erleben willst, in der Nähe ist... Dünen sehen ruhig aus. Sie sind voller Gefahr. Hey, nicht flott. Talana, gut, dass du es geschafft hast. Dank des Geheimgangs durch deine Basis. War ein toller Anblick. Ein Geheimgang? Lass das nicht die anderen hören. Sonst rennen euch eine Menge außer Rand die Türen ein. Und du bist? Das ist Rade. Er ist Späher der Karawane. Er sagt, Amadis war hier. Er stieß zur Expedition unmittelbar, bevor wir durch den Tunnel gingen. Nach dem Aufschlagen des Lagers brach ich zu Erkundungen auf. Ich bot den Tenakt Friedensgeschenke an, weil wir in ihr Gebiet eingedrungen waren. Amadis wollte, dass ich nach einem Ort namens... Fäulnis frage. Was hast du rausgefunden? Nur, dass die Tenakt ihre Gefangenen dorthin bringen. Weit im Westen, in der Nähe von Dornmarsch, der Hauptstadt des Tiefland-Clans. Kurz darauf brach er auf, um es zu suchen. Ach, ganz allein? Ich habe ihn gewarnt, aber er war fest entschlossen. Was geschah, als ihr den Tunnel passiert habt? Gar nichts. Wir haben uns dafür in zwei Gruppen aufgeteilt. Alle hier waren Teil der ersten Gruppe. Abgesehen von ein paar stockdunklen Passagen war alles ruhig. Was auch immer die zweite Gruppe angriff, verschonte uns, Stahlfunke sei Dank. Ich sehe mir das mal an. Ich danke dir. Viele von uns wollen wissen, was da drin passiert ist. Hat Amadis gesagt, wieso er unterwegs zur Fäulnis ist? Leider nicht. Er war ein Mann weniger Worte. Klingt ganz nach ihm. Meinst du, es ging ihm gut? Mehr oder weniger. Er schien bewegt, als wir erfuhren, dass der Tunnel hinter uns eingestürzt war. Aber das waren eigentlich alle hier. Du bist also der Späher hier. Muss ich etwas über das Gebiet wissen? Wo soll ich anfangen? Unten im Süden versucht ein Osseram-Trio in den Ruinen im Sand zu stöbern. Noch mehr von euch? Das sind die, denen wir hier herausgefolgt sind. Und dann sind da noch all die anderen, die abgehauen sind, als wir auf dieser Tunnelseite rauskamen. Plünderer, Entdecker, alle Arten mutiger Abenteurer. Wie viele wart ihr denn ursprünglich? Genug, um den Überblick zu verlieren. Vor einer Weile habe ich auch ein paar Rebellen entdeckt. Wie es scheint, patrouillieren sie in der Wüste. Ich habe alles über die Rebellion der Tenakt oben in Brennsperr gehört. Das ist die Hauptstadt des Wüstenclans, im Norden. Klingt, als hättest du die Gegend gut kennengelernt. Ist mein Auftrag. Danke, Ragut. Sehr hilfreich. Ich hoffe, ihr findet ihn. Okay, ich gehe nach Dornmarsch. Triff mich dort. Moment. Was? Um diesen Kerl zu finden, bist du bereit, das Tenak-Gebiet zu durchqueren. Ohne zu zögern. Na klar, er ist allein im verbotenen Westen. Ich bin besorgt um ihn. Ich glaube, es ist mehr als das. Wir treffen uns bei der Tiefland-Hauptstadt. Aber dann sagst du mir, wer Amadis wirklich ist. Gut, ich tauche unter, nördlich des Dorfs. Wir sehen uns dort. Es muss ein anderes Weg hinterführen. Noch einmal Wildschwein. Vielleicht über einen... War ja klar, dass man vom Torghof keine Arbeit annimmt.